Ja, Leute, servus, willkommen zur Renndiskussion. Wir haben jetzt... Moment. So, ich musste da gerade noch was korrigieren technisch. Ja, wir haben ein unfassbar spannendes Rennen gesehen hier in Spanien, muss ich ja ehrlich sagen. Und ich denke mal, dass man damit auch ziemlich zufrieden sein kann. Ja, auch wenn wir leider am Ende keinen Showdown gesehen haben. Das hätte ich ja durchaus gern gesehen, wenn da Sebastian Vettel nochmal an Lewis Hamilton rangekommen wäre. Denn der Zweikampf davor hat mir auch ganz gut gefallen zwischen... Ja, zum einen Lewis Hamilton und Vettel und zum anderen auch ja, das Überholmanöver von Vettel gegen Bottas. Das war auch ziemlich, ziemlich stark. Einige Szenen, die wir jetzt hier definitiv thematisieren können. Und ja, ich warte noch mal ein, zwei Sekündchen. Guck mal, warte mal, bis der Chat auch so ein bisschen aufatmet. Gerade eben noch die ganzen Fahrerinterviews gesehen und ja, die ersten sind schon am Start. Gut, ansonsten mal eure Meinung vielleicht. Was habt ihr von dem Rennen gehalten, bevor wir mal anfangen? Weil ich habe mir heute ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht während des Rennens, nachdem es in Russland schon ein wenig wirr war, die Diskussion. Also da ist ein bisschen was immer durcheinander gegangen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das muss man definitiv ein bisschen sortieren. Gut, fangen wir einfach mal an. Also grundsätzlich... ich habe mal ein bisschen was chronologisch, wo man beginnen kann. Und da ist das Rennen für einige auch schon direkt geendet. Nämlich bei den Startcrashes. Raikkonen, Verstappen und Bottas kann man, ja, denke ich mal, als ganz einfachen Rennunfall einfach nur betiteln. Das war einfach ein bisschen unglücklich. Raikkonen, Verstappen und Bottas versuchen da gleichzeitig durch Kurve 1 zu kommen und... ja, da ist einfach nicht genug Platz für alle drei da und dann knallt's halt auch mal. Zum Leidtragen sehr von zum einen Max Verstappen und zum anderen auch, ja, selbstverständlich für Kimi Räikkönen, der, keine Ahnung, heute waren irgendwie auch sehr viele Radaufhängungen gebrochen am Ende. Und ja, Valtteri Bottas, der hatte ja später einen anderen Grund, warum er ausgefallen ist. Auf jeden Fall der Start sehr, sehr heftig. Massa musste dann... dem Ganzen ausweichen, knallt gegen Alonso, den Lokalmatador. Und ja, das war auch nicht unbedingt ganz angenehm, kann ich mir vorstellen, für die spanischen Fans. Aber ja, kann man halt nicht ändern dann. War halt auch ein bisschen unglücklich. Dann gab es ein paar Runden später eine sehr interessante Situation zwischen Sainz und Magnussen. Ja, ich muss ja sagen, ich finde nicht, dass es eine unsafe Release war. Ich finde es übrigens gut, dass da von den Marshals aus sehr vieles gestattet wurde. Also, da können alle sehr schön, da können alle halt sehr schön miteinander kämpfen und auch mal nicht so viel fürchten müssen, dass da irgendwie es auch mal Probleme gibt, dass man direkt eine Strafe kriegt. Genauso sehe ich keinen Strafbedarf bei Sainz gegen Magnussen. Magnussen wurde da einfach rausgelassen, fast zeitgleich mit Sainz. Sainz hat einfach mega gut rausbeschleunigt, muss man ihm lassen aus der Box. Und ja, Magnussen dann hat natürlich das Recht, sich zu verteidigen. Und gut, da ist halt nicht genug Platz für zwei Autos nebeneinander. Da muss Sainz auch mal zurückstrecken, zurückstecken. So, ich höre hier gerade 2 Minuten Stream-Delay. What? Ach so, Markus, heute wieder in den Discord. Okay, cool. Servus. Servus. Hi. Ja, nice. Schön, dass du dabei bist. Ja klar, gerade mal eingeschaltet. Ne? Ein paar Herzen für den Markus auf jeden Fall bei dem Chat. Ah, ja, ja. Wie hat dir das Rennen denn gefallen? Es war eigentlich sehr interessant, bis halt Hamilton vorbeigekommen ist. Danach ist halt die Luft raus gewesen. Ne? Ja, hattest du auch ein bisschen damit gerechnet, dass eigentlich Lewis Hamilton da doch am Ende Probleme bekommen könnte? Ne, ich hab's gehofft, sagen wir es mal so. Der Spannung halber, aber es war halt abzusehen, dass nach Vettels Mittelstint hat man ja gesehen, wie lange die Softs eigentlich halten und dass dann halt Hamilton nochmal 8 Runden mehr fährt, war eigentlich realistisch. Also von daher, ja, geht eigentlich in Ordnung. Ist halt unglücklich gelaufen für Ferrari mit dem Safety Car und Bottas und aber das sind halt, das ist halt Racing, ne? Das passiert halt. Ja, ich fand bei dem Undercut sehr interessant, dass da irgendwie plötzlich keine Ahnung, Hamilton neben Vettel war, weil ich habe das echt nicht erwartet nach dem Virtual Safety Car. Aber scheinbar hat es doch einiges gebracht, dem guten Lewis. Ja, das habe ich nicht verstanden so ganz.
Also man hat ja gesehen, dass Hamilton am Ende vom Virtual Safety Car in die Box gefahren ist. Ne? Da könnte er noch mal ein bisschen Zeit rausgeholt haben. Und aber er hat ja dann in seiner Outlap so 2 bis 3 Sekunden dann noch mal aufgeholt, oder? Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt zustande gekommen ist. Auf jeden Fall, plötzlich war er da und es hat irgendwie gereicht. Ich finde aber auch, beide Teams haben sich nicht mit Ruhm bekleckert bei der Dingens, bei der Strategie, weil ich hätte beide Piloten im Laufe der Virtual Safety Car Phase reingeholt. Also Hamilton, da bin ich mir nicht so sicher, jetzt wo man gesehen hat, wie lange man auf den Softs durchfahren kann, den hätte ich da auch reingeholt. Vettel auf jeden Fall, weil Mediums. Die hätten Ja, gehalten. das war halt der Fehler, also nicht unbedingt Fehler, aber du hast halt gesehen, du hast irgendwie mehr Optionen, wenn du der Zweitplatzierte bist, ne? Am Anfang des Rennens. Das war halt die Trumpfkarte von Ferrari in Melbourne zum Beispiel, das war die Trumpfkarte in Bahrain. Und als Erster bist du da halt ein bisschen ausgeliefert, ne? Du musst halt reagieren, wenn du keinen Bock hast, einen Undercut abzukriegen von Mercedes zum Beispiel jetzt, ne? Also sind sie ja in diesem Rennen vorher reingegangen. So, dann hätte ich vielleicht erwartet, vielleicht geht er ja auf Mediums, fährt er irgendwie 15 Runden und fährt dann nochmal zweimal Soft oder sowas, ne? Was ja eigentlich auch die empfohlene Strategie von Pirelli war, 3-Stop, ne? Ja. Deswegen, es war halt dann abzusehen, wo Vettel aufgeholt hat, dass Bottas so als Roadblock noch benutzt wird. Und es hat ja auch super funktioniert für Mercedes, das muss man denn ja auch lassen, ne? Ja, war auch super clever von Mercedes, das da so zu machen. Ja, also ich glaube, im ersten Teil, da hat Mercedes eine ziemlich gute Strategie gefahren, dass die das halt alles so einleiten und in der Retrospektive hätte Ferrari, glaube ich, im Mittelstint eher die Mediums fahren sollen. Aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, ich glaube, wenn man ein guter Stratege wäre oder ich glaube, mit einer besseren Strategie hätte man heute beide Fahrer schlagen können mit einem gleich starken Auto. Wenn Ja, man also eben. wenn zum Beispiel, ja, das ist halt immer so die Sache, ne? Der gute Start von Vettel hat ihm letztendlich den Sieg gekostet, sehe ich jetzt mal so als riskante Aussage. Wenn er halt Zweitplatzierter wäre, hätte er halt auf den Softs die gleiche Pace gehen können, ne? Und dann als Erster halt reinfahren können. Oder halt wie in Melbourne Hamilton so unter Druck setzen, dass der halt als Erster reinkommt und dann halt nochmal 10 Runden ransetzen, ne? Ja. Mercedes hat jetzt in diesem Rennen die Ferrari-Strategie aus Melbourne einfach umgedreht, ne? Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, also im Rennen habe ich für den Moment gedacht, okay, verdammt, jetzt ist Vettel halt hinter Ricciardo. Das war doch richtig doof. Und Ferrari hat auch den ersten Stopp ein bisschen verhauen, tatsächlich. War halt auch nicht so das Cleverste. Aber. Ja, aber das hat ja letztendlich nicht so viel Zeit gekostet, ne? Ja, aber es hätte Zeit kosten können. Aber im Ja. Endeffekt hat man gesehen, man konnte richtig gut überholen, was eigentlich für Spanien ungewöhnlich ist. Also wenn man mal an Ja, das hat mich 2011 überrascht. zurückdenkt, 2011 war dieselbe Konstellation, Hamilton hinter Vettel und da kam Hamilton rundenlang nicht vorbei. Der ist da permanent im halbsekündigen Abstand hinter Vettel gewesen und ich glaube, die Zieleinfahrt war auch bei einer halben Sekunde Abstand, aber da ging halt nichts. Ja, das finde ich echt gut. Also, das hatte ich jetzt nicht so erwartet, auch in Katalonien, dass solche Zweikämpfe wirklich möglich sind, ne? Klar, die Regie hat sich jetzt eben auf den Zweikampf Vettel-Hamilton konzentriert und halt Vettel-Bottas, ne? Wo er Vettel auch ein sehr nices Überholmanöver gemacht hat. Ja, Mit offenem DRS wohlgemerkt, ne? für Also, mich die Aktion des Rennens und vielleicht sogar das Überholmanöver der Saison bis jetzt. ey, mit offenem DRS da so rum hin und her zu fahren, echt riskant. Da hätte er auch komplett das Auto verlieren können. So, ich lese hier gerade illegales Überholmanöver. Ich würde mal sagen, solange die Stewards nichts bestrafen, dann ist auch nichts illegal bei. 2012 zum Beispiel gab es ja auch eine Szene in Brasilien im Finalrennen, wo gemunkelt wurde, Vettel habe eventuell illegal unter Gelb überholt, aber da gab es halt auch kein Ergebnis. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass die Stewards da zum einen mehr wissen als wir und zum anderen. Vielleicht meinte ja Wehrlein. Ach so, ja, Wehrlein, ja, gut, der hat eine Strafe bekommen. Ich Ja, dachte, genau, die das ist ja schon aufgeklärt. Hamilton-Aktion wurde gefragt. Ach, Quatsch, da hätte Ferrari, wie eigentlich Christian Danner es auch gesagt hat, die hätten da als Erster losgepoltert wie sonst was, ne? Und da kommt auch nichts und da wird es auch nichts geben, also. Ja, man denke nur an Bahrain zum Beispiel, also da gab es Ich ja würde mich da direkt die auf das Rennen Strafe. konzentrieren, ne? Wir haben ein tolles Rennen gesehen, toller Start, halt leider
nicht so gut ausgegangen für Kimi und Verstappen. Das wird halt noch untersucht mit Bottas, aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt viel bei rauskommen wird. Ja, war halt einfach nur eine Startkollision. Kann passieren, Rennunfall. Ja, ist, klar, ich meine, okay. was willst du Bottas vorwerfen? Ne? Der ist halt in und fährt seine Linie da halt auch. Ne? Der Platz geht aus, es kommt zur Berührung. Da kann man jetzt auch keinem die Schuld zuweisen. Ja, ja, also vor allem, wenn man zu dritt durch die erste Kurve fährt, das ist da halt auch sehr eng. Also es ist halt ja, immer sehr schwierig. Das kann halt auch keiner beeinflussen. Der Bottas kann sich jetzt nicht sagen, oh, der Verstappen ist ja ganz links außen und links dann, also in der Mitte ist noch Kimi, ja, ich fahre jetzt vorsichtiger oder sowas, ne? Das kannst du ihm nicht vorwerfen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen weiter hinten im Feld. Also wir haben ja schon zum Beispiel Massa angesprochen, der einen Crash mit Alonso hatte. Gut, auch da, Massa muss halt ausweichen. Ist halt auch wieder eine ungünstige Kollision. Aber grundsätzlich am Ende, dass Massa an Stroll dran war. Gut, Stroll hat ihn vorbeigelassen, aber dass Massa überhaupt diesen Abstand wieder gut machen konnte, das zeigt so ein bisschen für mich, dass da hinten bei vor allem Renault und Williams, bei allen anderen Teams ist es mal so, aber vor allem bei Renault und Williams, dass da halt eine mega fette Zweiklassengesellschaft irgendwie im Team ist, dass der eine ziemlich gut unterwegs ist, Hülkenberg und Massa, das sind die beiden Kandidaten, und Stroll und Palmer, also so sehr ich Stroll auch verteidigt habe am Anfang und vielleicht ist er in anderen Rennserien auch ganz gut gewesen, aber dass der das bei der Formel 1 immer noch nicht richtig gebacken bekommt. Ich klammer mal McLaren Honda außen vor, weil die haben, glaube ich, ein Drittel der Fahrpraxis von allen anderen Teams und wir wissen einfach, was so eine Messlatte Alonso ist, wie der Massa deklassieren konnte. Ja, so ist er im Moment auch gegen Van Dorn unterwegs. Aber ja, Van Dorn hat halt auch kaum Fahrpraxis. Das ist halt das Ding. Bleiben wir gerade bei Van Dorn, wo wir da noch sind, ne? Ja, das war einfach also, dumm. Das, also keine Ahnung, was bei ihm da vorging. Das war echt eine richtig dumme Aktion. Ja, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Das war so, das sah so ein bisschen aus, als würde die F1 2016 KI sich verteidigen. Einfach reingefahren. Ja, also im Replay hat man ja gesehen, wie weit zurück war es Massa? Ich glaube, es war Massa, oder? Ja, das war Massa. Wie weit zurück Massa war und was, wie der unglaublich der da aufgeholt hat, ne, auf der Geraden. Vielleicht hat Van Dorn gedacht, der kommt da gar nicht ran oder er hat es gar nicht erwartet, ihn da zu sehen. Dennoch hat er überhaupt nicht in seinen Spiegel geguckt, ne, und einfach stur die Rennlinie benutzt, ne, in die erste Kurve. Ja, also er muss sich halt auch im Klaren werden, dass er einen McLaren Honda fährt und der andere hatte nun mal einen Williams. Und der Williams ist auf der Geraden gut. Ich fand es ja auch überraschend, dass Massas Auto ja in dem Sinne unbeschädigt blieb, ne? Ja, das hat mich auch sehr gefreut für ihn. Also, bei Raikön ist die Aufhängung gebrochen, bei Verstappen ist die Aufhängung gebrochen, aber immer bei dem Typ, der innen ist, da hält sie irgendwie stand, ne? Ja, das ist echt interessant. Also, das sah ziemlich gut aus. Ja. Fand's auch schade, du hast bestimmt diesen kleinen Bub da auf der Tribüne gesehen, der da geweint hat, als Kimi rausgeflogen ist. Geile Sache. Und der hat ja dann auch nochmal sein Foto bekommen mit Kimi und eine Kappe noch dazu, ne? Ja, ich wünschte, ich könnte genauso ein Face aufsetzen wie das kleine Kind. Ja, dann würde ich war ja schon bei 3 Grand Prix, dann hätte ich vielleicht auch schon meine persönliche Begegnung mit Kimi gehabt, das wäre geil. Ich lese gerade, was sagt ihr zum Zweikampf zwischen Hamilton und Vettel nach der Boxenausfahrt? Ja, habe ich mir auch notiert, war hart, für meinen Geschmack vielleicht zu hart, aber geht noch so durch, gerade so. Das sind so wieder zwei Ansätze. Du kannst natürlich extrem die Regeln vertreten und sagen, boah, Herr Vettel drängt da Hamilton ab, sie sind nebeneinander, sie müssen sich Platz lassen und so. Und auf der anderen Seite ist es einfach geil, solche Zweikämpfe zu sehen, ne? Und dass das halt nicht durch Strafen entschieden wird, ne? Ja, im Endeffekt, weiß nicht, das ist ja so ein bisschen, was zum Beispiel Verstappen in Belgien 2016 auch immer wieder gemacht hat, nach der langen Geraden, dass er da sich immer so ein bisschen weiter raustragen lässt, aber ja, weiß nicht, keine Ahnung, es gab auch 2016 schon Situationen, die so waren und die wurden nicht bestraft, auch Verstappen gegen Vettel zum Beispiel in Brasilien, das Überholmanöver kam ja genauso zustande. Weiß nicht, zum einen, ich finde, man sollte schon, wenn man außen ist, dann verliert man, finde ich, nicht seine ganzen Rechte, auf der Strecke zu sein. Aber andererseits, ja, ist halt ein Zweikampf. War ein schönes Ding, hat Spaß gemacht zuzugucken. Naja.
So sehe ich das auch. Einfach mal eine harte Gangweise ist, glaube ich, mal auch angebracht in der Formel 1. Ne? Leider gehen halt die Autos dann schneller kaputt. Aber so ein bisschen Spektakel, davon lebt halt auch der Sport. Ne? Und jetzt kam es ja endlich zum Zweikampf Hamilton gegen Vettel. Ne? Also direkt. Melbourne war ja mehr so antasten und da wurde es ja auch durch die Boxenstrategie entschieden. Und jetzt haben sie zum ersten Mal wirklich auf der Strecke gegeneinander gefightet. Ne? Ja, das war schön. Ey. Das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ich muss aber sagen, da ist ja Hamilton irgendwann vorbeigeschossen an Vettel, was total verrückt war. Aber mir hat das Überholmanöver halt von... Der Verkehr hat der Vettel geholfen mit DRS und Windschatten und dann war halt keiner mehr da. Ja. Das war dann abzusehen. Ja, aber dass der Mercedes doch so stark vorbeikam, das hätte ich nicht erwartet. Ja, die haben kurz, also für einen kleinen Moment haben die einfach viel mehr Leistung, ne? Dieses Magic Pedal oder so, was im Funk öfter zu Worte kommt, ne? Das scheint wohl extrem gut zu funktionieren, dass sie halt so für ein paar Sekunden auf Quali-Modus schalten können, was natürlich den Motor extrem belastet, aber sie haben einfach so viel mehr Leistung dann als die Konkurrenz und es scheint zu funktionieren. Mhm. Ja, das war heftig. Also sehr, sehr hart. Ich hatte das nicht so kommen sehen, aber ja. Auf der anderen Seite musst du auch sehen, ne, dass nach allem, was ja bei Vettel an diesem Wochenende schiefgegangen ist, der Motor hat gehalten und er ist Zweiter geworden, ne? Ja, find das ich sowieso. Ein Ergebnis, ne? Ey, ich finde sowieso, wenn die beiden möglichst nah aneinander dranbleiben, das ist wunderbar. Sollen die bitte sehr, sehr lange noch so aneinander bleiben? Ja. Was mich halt so ein bisschen gestört hat, logischerweise der Startunfall, dass da halt gleich mal zwei Mitkonkurrenten ausscheiden, Bottas dann später auch weg. Und dann hast du halt wirklich nur Hamilton gegen Vettel gesehen auf der Strecke. Und Ricardo war ja echt in einer anderen Welt sozusagen. Ne? Der war ja über eine Minute zurück dann am Ende. Ja, also wie viel schneller Mercedes und Ferrari als die Konkurrenz sind, das ist schon echt beeindruckend. Also ohne Virtual Safety Car, glaube ich, wäre vielleicht sogar Daniel Ricciardo kurz vorm überrundet werden gewesen oder wäre überrundet worden, glaube ich sogar, weil das ist halt echt heftig. Also wie stark die beiden Teams sind, wow. Und das auf so einer Strecke auch, das hätte ich echt nicht erwartet, dass Red Bull, die ja eigentlich guter Dinge waren, was Updates und so anging, ne? Ja. Das ist schon sehr enttäuschend, muss ich mal so sagen. Ich will jetzt keinem irgendwie ne, verletzen damit, aber Red Bull ist aktuell echt Potato, was das angeht. Also Russland hat man ja verstanden, lange geraten, mit der Renault Power kann es nichts machen, aber selbst in Spanien so weit zurück zu sein. Und das auch noch nach den Updates. Ja, sehr also, gut das gleichzeitig ist echt, gesagt. Ne, das ist echt komisch. Ja, also ich glaube, verletzen tut man damit keinen, wenn man das feststellt. Ich glaube, das Verletzen übernimmt schon Red Bull von sich aus. Aber ey, die haben auch noch Potenzial. Die haben es auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Die können sich zurückkämpfen und ja, vielleicht geht da was. Hoffentlich, weil ein Dreikampf wäre halt noch geiler als so ein Zweikampf, ne? Also was die Teams angeht. Ja, definitiv. Ansonsten bleibt immer noch so ein bisschen mein Gedanke. Wir reden auch gleich noch über die anderen verbleibenden Fahrer, so Wehrlein oder Danny Kwiat habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Aber Hülkenberg eine Sache, auch. Ja, Hülkenberg ist ziemlich ruhig gefahren, gut gefahren. Sehr souverän, ne? Hinter den Force Indias, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau wie die Force Indias und auch Daniel Ricciardo. Sehr ruhiges Rennen, aber sehr stark. Also ja. Die sind alle super unterwegs gewesen. Ich möchte noch mal kurz thematisieren. Wir haben ja jetzt den Abstand von 3,5 Sekunden. Wie viele Sekunden spart es ein, wenn man während der Virtual Safety Car Phase an die Box geht? Ich würde schon sagen, 7-8 Sekunden vielleicht, weil du sparst dir ja quasi die lange Gerade, dass andere da auch nicht schnell sein dürfen. Ich glaube schon, wenn man Leute während der Virtual Safety Car Phase reingeholt hätte, ob jetzt Vettel oder Hamilton, ich glaube, das hätte definitiv rennentscheidend sein können. Vor allem, Vettels Stop hätte irgendwann kommen müssen. Der musste ja definitiv stoppen. Und aber der war doch schon durch, oder? Der ist danach... Der war schon auf Mediums, oder? War er nicht. Es war nämlich so... Ach, der ist nach dem Virtual Safety Car ist der reingekommen, oder? Genau, Lewis Hamilton ist reingekommen, als das Virtual Safety Car gerade zu Ende war. Stimmt, und ja. Eine Runde später erst Vettel. Und da war es ja quasi, dass dieser Undercut zustande kam von Hamilton, den wir immer noch nicht verstehen, ja. Wie er plötzlich 8 Sekunden dran war. Aber... Das war echt heftig. Und, also es hat wohl gerade noch so funktioniert, ne? Dieses Fenster zu erwischen, was dir halt die Sekunden spart im Virtual Safety Car. Ne? Es hat wohl gerade noch so funktioniert. Ja, das hätte auch echt nach hinten losgehen können, so nach dem Motto, Virtual Safety Car ist gerade zu Ende
und er ist noch nicht mal an der Box, also in der Boxeneinfahrt. Das wäre natürlich dann gut für Vettel gewesen. Ja, also ich glaube auch, er hätte definitiv, wenn er früher reingekommen wäre, die Zeitersparnis wäre sogar noch mal deutlich größer gewesen. Also wie gesagt, ich glaube, wenn du mit, vor allem, wenn du deinen Fahrer ein, zwei Runden nach der Virtual Safety Car Phase ohnehin reinholen müsstest, dann hättest du es genauso gut auch während der Virtual Safety Car Phase machen können und dann sparst du 8 Sekunden oder so oder vielleicht noch mehr, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus. Sie waren ja nebeneinander, ne? Und der Abstand in der Virtual Safety Car Phase war 7 bis 8 Sekunden so im Dreh rum, ne? Also würde ich mal sagen, durch das Virtual Safety Car hat Hamilton 5 Sekunden aufgeholt und dann nochmal in der Outlap 2 Sekunden. Ja, so in etwa. Und dann der Fehler von Vettel, der wahrscheinlich nochmal eine Sekunde, also der Fehler beim Boxenstopp von Vettel, so rum, der dann wahrscheinlich nochmal eine Sekunde gekostet hat oder so. Kommt dann halt auf die 8 Sekunden hin, ne? Ja, also wie gesagt, ich glaube wirklich, wenn man sich den Abstand vor allem am Ende anschaut, da hätte Lewis sich sehr stark strecken müssen, wenn man das so gemacht hätte. Und ja, man hätte auch besser verwalten können, die Reifen. Also selbst wenn du sagst, okay, wir sind uns nicht sicher, ob wir dann mit Mediums durchfahren können aus Ferraris Perspektive, wenn du halt wirklich so einen 10 Sekunden Zeitgewinn hast, dadurch, dass du in der Virtual Safety Car Phase reinkommst, kannst du der da Vorteil, halt auch deutlich der besser Vorteil bei Mercedes, verwalten. Ne, der Vorteil bei Mercedes war, dass sie halt schon die Mediums gefahren sind. Ne? Die hatten sie weg und hatten alle Möglichkeiten. Ferrari musste halt noch Medium fahren. Das ist halt wieder der Punkt mit, wenn du Verfolger bist, hast du irgendwie bessere Optionen. Ne? Ja, aber wie gesagt, wäre eine Virtual Safety Car Phase reinholen und es hätte, glaube ich, mit dem Sieg geklappt, weil... Na, meinst du? Also ich glaube schon, dass Hamilton stark aufgeholt hätte, auch danach, und dann hätte er ihn 5 Runden später überholt. Also es wäre auf jeden Fall enger geworden, glaube ich, weil so hatte Hamilton einen kleinen Vorteil durch das VSC und Vettel gar keinen. Ja, allein deswegen aber schon. ich glaube, Hamilton hätte danach auch deutlich aufgeholt, weil die Mediums waren halt wirklich Potato. Und warum überhaupt harte Reifen für dieses Wochenende zur Verfügung standen, das muss mir mal einer erklären. Also klar, vielleicht aus Sicherheitsgründen kann man keine Supersofts nehmen für die schnellen Kurven, aber der harte Reifen war halt eindeutig viel zu hart als sinnvolle Reifenmischung an diesem Wochenende. Von daher völlig überflüssig. Ja, ansonsten kommen wir mal zu den Leuten weiter hinten. Ja, nämlich haben wir da unter anderem Pascal Wehrlein, dem das Virtual Safety Car zum einen sehr zugute gekommen ist. Zum anderen ist er aber auch ein sehr starkes Rennen gefahren, extrem lange auf den Softs gewesen. Und da muss man ihm einfach lassen, grandiose Leistung. Also er ist als 7. über die Linie gekommen, hat jetzt noch eine Strafe bekommen wegen Überholen. Ja. Da hat er einen Platz verloren. Wow, 2 Punkte hat das gekostet. Ja, aber insgesamt, also man muss sagen, sehr starkes Rennen. Auch die 4 Punkte, die helfen sauber extrem weiter. Und ja, jetzt ist traurigerweise, muss man fast schon sagen, McLaren das einzige Team, das noch nicht gepunktet hat. Ja, aber da hast du auch gesehen, die Rennpace war halt echt Potato bei denen. Ne? Alonso hat mich verwundert. Nach dem zweiten Stop war der halt bei Van Dorn in der Gegend rum hinten. Ne? Also, keine Ahnung. Im Quali kann Alonso nochmal zeigen, was er kann auf eine Runde, aber im Rennen bist du halt der Pace deines Autos irgendwie ausgeliefert, ne? Und die ist halt Schrott. Ja, wahrscheinlich hat Honda auch so ein paar Problemchen bei so schnellen oder mittelschnellen Kurven. Ja, aber guck mal, es war halt nur Palmer schlechter, ne? Und guck dir an, wo Hülkenberg ins Ziel kam. Also, eieiei. Ja, das habe ich aber auch schon angesprochen. Das ist echt traurig, diese Situation bei Renault oder bei Williams. Ich glaube, das kostet im Endeffekt, egal wie viele Millionen zum Beispiel Strolls Puppy hat, ich glaube, die kostet das extrem viel Millionen am Ende. Weil in der KWM, man muss es einfach mal hochrechnen, wenn, jetzt sagen wir mal, Renault einen Fahrer wie Alonso hätte, gehen wir mal davon aus, dass der das Niveau von Hülkenberg fahren kann, dann hätte Renault jetzt das Doppelte an Punkten, dann wären sie bei 28. Williams, wenn sie einen Fahrer im Kaliber Felipe Massa hätten, oder vielleicht nochmal minimal besser, Bottas-Region oder so, dann wären die bei 36 Punkten. Dann hätten die beide Toro Rosso gekriegt. Also bis jetzt wären sie vor Toro Rosso gewesen. Und das ist natürlich dann schon ein Riesenunterschied. Also so ein, zwei Plätze, die können natürlich schon einen zweistelligen Millionenbetrag teilweise ausmachen. Das ist halt schon hart. Also keine Ahnung, da würde ich mir echt überlegen, zumindest bei Renault, ob man da nicht irgendwas Neues versucht,
Alonso ja, 2018. Also, ich würde fast schon sagen Alonso 2017. Also wirklich, Palmer ist echt so eine Potato. Der hat das in diesem Rennen wieder grandios unter Beweis gestellt. Also sorry, ich habe da auch keinen Bock mehr, mit dem freundlich umzugehen. Der Typ ist einfach echt schlecht. Und wenn der jetzt nicht im nächsten Rennen wirklich mal was zeigt oder bis zur Sommerpause irgendwas zeigt, der hat einfach keine Daseinsberechtigung mehr, ne? Und das ist Renault, glaube ich, auch klar. Sie haben die Möglichkeit, Fernando Alonso zu verpflichten. Das Team hat Bock drauf. Er hätte, glaube ich, auch Bock drauf, ne? Warum sollten sie dann an Palmer festhalten? Das ergibt für mich einfach keinen Sinn auf lange Sicht, ne? Man muss auch mal wirklich Eier in der Hose haben und so eine drastische Entscheidung fällen. Und ich sehe da eigentlich nur positive Punkte für das Team. Ja. Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen triggert wirke, aber das ist halt... ja. Ich finde halt einfach, Alonso versauert bei McLaren und hat wirklich die Chance, bei Renault halbwegs konkurrenzfähig zu sein. Ja, also ich glaube auch, wenn, also wie gesagt, einige Mittelfeldteams, die könnten deutlich weiter vorne sein. Man sieht ja bei Force India, da hatte Ocon in Melbourne auch ein paar Problemchen in seinem ersten Rennen fürs neue Team, aber kam dann immer besser in die Saison rein. Mittlerweile sind Ocon und Perez zwei ziemlich gute Piloten. Perez sowieso schon seit Jahren extrem konstant, kann ungefähr das Hülkenberg-Niveau halten und ja, da muss man einfach beide extrem loben, weil Force India ist das einzige Mittelfeldteam, was es irgendwie fast immer zusammenbekommt oder bis jetzt zusammenbekommen hat in den ersten 5 Rennen. Die fahren sehr konstant, die haben auch gute Updates mitgebracht, ne? Hast du bestimmt gesehen, das Auto sieht jetzt noch abgespaceder aus als davor, ne? Und die sind einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? Die Top-Teams crashen sich raus in der ersten Kurve und ja, Best of the Rest ist dann halt eben Force India. Haben die super gemacht, finde ich, ne? Konstant gefahren, gute Pace und mehr musst du auch nicht bringen als Mittelfeldteam, finde ich, ne? Ja, da ist es eigentlich fast schon egal, wo man punktet. Hauptsache, man punktet. Und ich glaube, ja, Force India ist das Team, was bis jetzt in jedem Rennen mit jedem Fahrer gepunktet hat. Als einziges Team, muss man dazu sagen. Also ja, quasi 10 Zieleinkünfte in den Punkten von den Piloten. Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg, ne? Und das machen die super als Mittelfeldteam. Ja, ansonsten, so, Wehrlein, ist da. Wehrlein haben wir abgeknabbert, das Thema. Uch, ist der gute Batzmann. Hi! Hallo. Ich konnte doch nicht widerstehen. Ich hatte eigentlich vor, ein bisschen was zu arbeiten an meiner Uni-Sache, aber irgendwie bin ich in euren Stream gerutscht und ich wollte mitreden. Ja, ja, sehr schön. Wie gefiel dir das Rennen denn? Eigentlich ganz gut. Ne? Also ich fand, es war sehr strategisch total spannend, weil es viele Möglichkeiten gab. Und endlich das lang ersehnte Battle. Wir hatten zum ersten Mal, glaube ich, die Saison tatsächlich den direkten Zweikampf zwischen Hamilton und Vettel. Ja. Und ansonsten gut, Startkollision, würde ich sagen, kannst du keinem einen Vorwurf machen. 3 Autos passen halt leider nicht durch. Und war sehr traurig, aber hat halt eigentlich, also bei 2 Rennen, zwei Leuten das Rennen komplett kaputt gemacht. Bottas konnte zwar weiterfahren, aber ist am Ende eh egal gewesen. Ja, was gab es so für dolle Stellen? Interessante Strategie, dass die Vettel so früh reingeholt hatten. Ich dachte zuerst irgendwie, es sei bescheuert, weil sie hinter Ricciardo rauskamen, aber das ging ja wohl ziemlich schnell. Ja, ich fand das echt ziemlich cool. Alles, wie das Ganze gelaufen ist, dann Vettel ganz weit vorne und dann wie Hamilton da 30 Runden lang auf dem Soft durchhält, das fand ich auch beeindruckend, sag ich mal. Ja. Ja, das haben wir schon alle so berichtet. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich höre erst seit 5 Minuten oder so. Ach so, okay. Ja, ich nicht alles gehört. Ich fand es auch sehr schade, weil Markus es angeschnitten hatte kurz, dass die beiden Finnen rausgeflogen sind, weil man hat ja 2016 gesehen, was es bringen kann, wenn du 2 Piloten hast, die quasi in zweiter Reihe gegeneinander kämpfen. Und ja, es hätte eventuell so sein können wie dann 2016, dass eventuell Hamilton und Vettel halt auch mal reagieren müssen. Und gut, bei Bottas weiß man... Du hast halt ganz klar gesehen, die Schützenhilfe seitens Raikön ist dann halt ausgeblieben. Und Hamilton hatte als Kollegen noch Bottas, ne? Und Bottas hat halt seine Arbeit super gemacht mit
Vettel irgendwie 3-4 Runden aufhalten, ne? Ich glaube übrigens auch, dass Bottas ohne jegliche Safety-Car-Phasen oder so auch durchaus eine Chance gehabt hätte, am Ende gegen die beiden zu konkurrieren, weil der ist ja unmittelbar hinter den beiden gewesen, als er an die Box gegangen ist, und dann ist er auch auf frischeren Reifen gewesen. Da gäbe es durchaus eine Chance, glaube ich. Ja. Weiß ich nicht. Hätte Fahrradkette wieder, ne? Am Ende ist er halt mit dem Motorschaden ausgefallen. Ja. Die Frage ist natürlich auch, ob er dann Probleme am Auto hatte oder so, weil, keine Ahnung, die haben sich ja alle in Kurve 1 ordentlich schön rausgeschossen dann gegenseitig. Ja. Und ich sehe hier gerade, das wäre Schiebung. Das ist einfach Taktik, Leute. Wenn halt ein Fahrer in so einer Position ist und der hat ja auch keinen Druck gehabt, Raikön war draußen, Red Bull war keine Gefahr, dann macht man halt sowas, das ist gang und gäbe. Dass da halt Bottas so als Roadblock benutzt wird, das es ist normal, immer noch ein, ne? Mannschaftssport. Ja. Wenn irgendjemand, keine Ahnung, jemandem im Fußball den Weg frei hält, damit der, oder Fußball ist ein schlechtes Beispiel, weil da ist ein Zweikampf ja auch begrenzt. Wenn du im Football jemandem, deinem Quarterback, den Platz frei schaufelst, dann ist das auch ein Mannschaftssport. Und in dem Fall war halt Hamilton, ne, der Quarterback. Und bei Mercedes ist es halt je nach Situation mal so, mal so. Und ich muss auch echt sagen, dass ich es ein bisschen schade finde. Und ich habe jetzt auch auf YouTube mal ein, zwei Leute quasi geblockt dann, die dann irgendwie auch unverdienter Sieg Hamilton Buu oder sowas schreiben. Weil, ey Leute, es ist ein Sport. Ihr seht, wie Vettel und Hamilton miteinander klarkommen. Da kann man auch mal ruhig dem anderen den Erfolg gönnen. Auch wenn man ihn vielleicht nicht so sehr mag, was ich sowieso nicht ganz nachvollziehen kann, weil man die Personen nur irgendwie an 20 Wochenenden mal am TV für eine Stunde oder so sieht. Ja, und dann werden sie für ihr Radiogelaber noch kritisiert, ne? Und daraus erziehst du dann dein Bild über den Charakter einer Person, ne? Das ist das Dümmste, was du eh machen kannst. Ja, also jemand, der Vettel zum Beispiel nur von seinen Funksprüchen 2016 kennen würde, müsste auch denken, dass es die unsympathischste Person der Welt ist. Aber es ist ein Sport, die Leute sind aggressiv, weil sie eben mit Herzblut dabei sind. Und das muss man einfach mal verstehen. Ja, ich find's schade, weil Hamilton und Vettel verstehen sich super, und dass es bei den Fanlagern immer ein bisschen anders ist, das kennt man ja schon etwas länger, das ist ja kein neues Problem, aber ich wollte es trotzdem mal angesprochen haben. Ansonsten, eine schöne Sache gab es auf jeden Fall, das hat Markus angesprochen, Kimi und der Fan, das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja, vielleicht das Bild des Tages, wer ist denn euer Fahrer des Tages? Mal so gefragt. Ja, ich würde fast sagen, also du kannst halt sagen, vorne in der vorigen Region, so kannst du dich zwischen Vettel und Hamilton entscheiden, und dahinter würde ich sogar fast auf Hülkenberg oder Wehrlein sogar gehen. Ne? Das, ich finde, Driver of the Day ist halt so ein bisschen einseitig, was so die Sparte angeht. Ne? Das musst du mal so ein bisschen mehr auf die, die Bereiche, also so Vorderfeld, Mittelfeld, so Backmarker und so verteilen, ne? Weil logischerweise kann Wehrlein das geilste Rennen aller Zeiten fahren und wird da irgendwie Fünfter oder so, aber damit gewinnst du keinen Driver of the Day, ne? Wenn irgendwie Vettel da von 2 auf 1 fährt und dann gewinnt, ne? Anton? Ich würde mich jetzt nirgends festlegen, glaube ich. Verdammt! Was weiß ich, ob Hamilton oder Vettel, da kannst du jetzt rumphilosophieren, wie du willst. Am Ende waren beide mal vorne und mal hinten. Und sowohl der eine hat den anderen auch mal überholt. Also, könnte ich jetzt schwer sagen. Aufgrund der Tatsache, dass Vettel dieses Überholmanöver gegen Bottas gestartet hat, würde ich Richtung Vettel tendieren. Ja, auf der anderen Seite wieder Richtung Hamilton, wenn man sich überlegt, dass er dann auf den Softs ewig lang gefahren ist. Gleicht sich aus, meines Erachtens. Und Vettel hat den Start gewonnen, bla bla bla. Und da kannst du alles Mögliche ranziehen, wie du Bock hast, ne? Es ist halt auch eine sehr subjektive Entscheidung. Ja. Ja, als Anton gesagt hat, ich würde mich nicht festlegen, habe ich mir auch gedacht, so verdammt, weil, das war so ein bisschen meine Perspektive, weil ich persönlich sagen muss, dass ich eigentlich fast jeden in der Top 10, sagen wir mal, von den ersten 7, die über die Ziellinie gefahren sind, sehe ich eigentlich fast jeden so ein bisschen als seinen persönlichen Sieger an. Also Vettels Überholmanöver fand ich auch mega krass, das habe ich ja auch schon thematisiert, war für mich grandios gemacht einfach nur. Lewis Hamilton mit dem, glaube ich, stärksten Rennen heute, der hat das Auto perfekt ausgereizt. Dahinter, auch die beiden Force Indias zum Beispiel oder Daniel Ricciardo, auch wenn die nicht immer im Bild waren. Gut, Daniel Ricciardo, der war, glaube ich, das ganze Wochenende schon über schwächer als Verstappen. Deswegen den klammer ich mal ein
auch wenn ich den guten Richie sehr mag. Aber vor allem die beiden Force Indias, die waren auch ziemlich gut. Wehrlein hat mich ziemlich beeindruckt und bei mir ging es auch eventuell in Richtung Wehrlein und vorne, ja, ich lege mich da auch mal nicht fest heute. Ja, fand's aber hat übrigens offiziell Sebastian Vettel den Driver of the Day. Wollte ich nur mal so reinwerfen. Jo. Denk mal, okay, das geht cool. Auch in Ordnung. Das ist aber ja. Halt so ein nichtssagender Titel. Falls, also ja, braucht kein Schwein, aber es ist interessant, wenn man drüber diskutiert. Klar. Wie gesagt, in der jeweiligen Sparte hat jeder ein Fahrer eigentlich ein gutes Rennen geliefert. Hat ja Dave gerade angesprochen, ne? Also soll jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ich habe noch zwei Sachen, die ich zum einen sehr schön und zum anderen sehr schade fand. Ich fange mit der Sache an, die ein bisschen schade war, dass Kevin Magnussen am Ende einen Platten hatte, weil der war ziemlich gut unterwegs. Hat mir sehr gefallen, der Däne an diesem Wochenende. Romain Grosjean war da fast auf selbem Niveau, aber ich glaube, der Däne war da doch ein bisschen stärker insgesamt. Und ansonsten Dani Kvyat, der vom letzten Startplatz aus auf die 9, glaube ich, vorgefahren ist. Das war auch ein ziemlich starkes Rennen, vor allem nachdem er sehr scharf gestern kritisiert wurde. Nicht nur wahrscheinlich vor den Medien, ich glaube auch in unserer WhatsApp-Gruppe sehr stark. Der hat auch ein ziemlich gutes Rennen verhältnismäßig heute abgeliefert, muss man ihm lassen. Und ist am Ende, finde ich, nicht abgefallen im Renntrim. Ja. Mir fällt gerade noch ein, die eine Szene mit was Eriksson und Sainz bei der Boxenausfahrt. Habt ihr den noch im Kopf? Ich glaube, es waren Magnussen und Sainz, oder? Es waren Magnussen und Sainz, ja. Okay. Das war ja echt komisch, oder? Weil Sainz war halt hinter, du kannst über Unsafe Release wieder diskutieren, bla bla bla. Aber Sainz war ja deutlich hinter dem Vordermann, war es jetzt Magnussen, ne? Und gibt aber früher Gas, ne? Und versucht dann irgendwie auf dem Gras da vorbeizukommen, ne? Und beschwert sich dann, dass er angeblich abgedrängt wurde. Schon sehr ein bisschen hitzig, der Spanier, ne? Ja, aber ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Also, ich glaube, da war es auch tatsächlich so, Magnus hat ein bisschen verschlafen, den Begrenzer auszumachen. Und dann hat er es halt übers Gras probiert. Natürlich geht das nicht, weil Magnussen kann ja nicht weiter nach links. Ne? Der darf ja nicht über die weiße Linie fahren. Aber für sie fand ich das schon... Ja, war lustig anzusehen. Irgendwie, ne? Dass es nicht geklappt hat, war ja klar. Also nach dem Komplettreinfall Sochi war das echt ein geiles Rennen zum Zugucken. Da war echt wirklich von bei jeder Sparte sowas dabei. Vorne viel passiert, im Mittelfeld auch recht viel passiert. Ja, ich fand's auch sehr schön. Ja, zu der Aktion auch nochmal meine Meinung vielleicht. Also ich fand es erstmal sehr überraschend, dass Sainz so viel besser von der Box wieder losgefahren ist. Aber ich glaube, die wurden fast gleichzeitig rausgelassen, die beiden. Demnach sehr interessant erstmal die Konstellation, aber ich sehe es halt genauso, Magnussen muss da keinen Platz machen, weil er hat auch keinen Platz. Und Sainz, ich glaube, der muss sich ein bisschen abregen. Christian Danner hat ja auch viel über Emotionen während des Rennens geredet. Und ich glaube, dass der gute Sainz sich eventuell ein bisschen auch selber ins Knie schießt, vielleicht auch was hier Bewerbungen bei Red Bull oder so angeht, falls da mal ein Platz frei wird, wenn er permanent quasi so hitzig dann auch am Funk ist und auf der Strecke, weil hin und wieder einen kühlen Kopf bewahren, vor allem wenn man im Mittelfeld unterwegs ist und Toro Rosso ist kein Team, was jetzt finanziell unbedingt die Millionen am nötigsten hätte, weil die werden halt von Red Bull finanziert und im Endeffekt... Da hast du ausgesorgt, also... Die kriegen bestimmt halt ihr festes Budget und also die haben da echt keine Existenznöte. Ja, ja, und gerade da kannst du halt auch eigentlich mal einen kühlen Kopf bewahren. Man sieht ja bei Bottas, wohin es am Ende führen kann, nämlich zu einem absoluten Top-Team, auch wenn heute Bottas leider ausgeschieden ist. War schade. Ja, was gibt's noch so? Hast du noch was auf deiner Liste? Eigentlich nicht. Ich würde nur noch auf das nächste Rennwochenende verweisen. Das ist nämlich Monaco und da möchte ich die ganz wichtige Info raushauen. Anton und ich werden mal schauen, ob wir da noch eine Rennvorschau rausgeben. Ansonsten sind wir als ziemlich große Gruppe beim 24-Stunden-Rennen an der Nordschleife und demnach wird es da keinen Livestream nach dem Rennen geben. Wir werden auch das Monaco-Rennen dann natürlich verpassen irgendwie. Wir werden unser Bestes geben, damit wir früh noch da sind, um Alonso beim Indy 500 zu sehen irgendwie. Aber ja, das nur mal als kurze Ankündigung. In Monaco fällt dann dementsprechend der Stream leider aus. Aber ich glaube, dass man nicht so viel... Ich glaube, ich kann so eine Gag-Nachbesprechung hochladen und sagen, ja, es gab halt kein Überholmanöver und es ist halt Monaco. Also,
Ich denke mal, ohne Regen wird in Monaco eh nicht viel passieren. Es sei denn, es geht echt drunter und drüber. Aber, ja, denkt man nicht, dass da wirklich viel passieren wird. Ja, also glaubt ihr denn? Das wollte ich noch ansprechen. Also Red Bull war jetzt selbst in Katalonien wirklich Potato. Glaubt ihr denn wenigstens, dass die in Monaco eine Chance haben? Schwierig. Ich weiß es nicht. Also Monaco ist halt deswegen immer cool, weil du so eine extrem kurze Strecke hast. Jetzt muss man mal gucken, in welche Region die Zeiten gehen. Zum einen sind die Autos sehr viel breiter, zum anderen die Kurvenlage sehr viel besser. Also, dass sie breiter sind, macht es jetzt nicht angenehmer, um die Kurven zu fahren. Aber ich glaube, du wirst so eine 1:11, 1:12er Zeit oder so haben. Und da kann natürlich sehr viel sich verschieben, wenn du so eine kurze Runde hast und alles da zusammenbekommen musst. Ich glaube demnach, wenn du im Qualifying gut unterwegs bist, kann Red Bull, keine Ahnung, so ein Ricardo oder so, der kann da natürlich schon mal einen Unterschied machen. Aber ich glaube, das Auto an sich ist halt einfach nicht gut genug. Ja. Schade, ne? Ja. Das klingt schon fast wie so eine Verabschiedung von Ultralativ. Ja, also komm, gerade was auch Dr. Helmut Marko da angekündigt hat, ne, dass sie, er hat ja die aktuelle Lage zur Saison 2012 verglichen, wo sie auch einen mega Rückstand hatten und dann mit den ersten Updates ging es deutlich voran. Ja, der Schub ist jetzt ausgeblieben, ne? Das ist halt schon echt komisch, was da gerade aktuell läuft. Renault hat schon angekündigt, dass das Motoren-Update delayed wird. Mal gucken, ob das überhaupt, also war es denn geplant für Kanada oder ist das auch jetzt vom Tisch? Für Kanada war es, glaube ich, geplant. Da soll es dann kommen. Nee, ursprünglich hätte es kommen sollen für Kanada. Jetzt wird nur noch gemunkelt, wahrscheinlich vor der Sommerpause. Ja, beziehungsweise ich glaube, Renault selber kriegt es in Kanada schon. Mal gucken, ne? Dann muss es halt auch funktionieren, ne? Weil aktuell haben sie halt schon einen riesen Rückstand, ne? Die haben weniger als die Hälfte der Punkte als Ferrari und Mercedes. Ich sehe das hier gerade, 161 Mercedes, 153 Ferrari und dann 72 ja. Red Bull. Also, oje. Da sind sie näher an Force India dran. Und in der Fahrerweltmeisterschaft halt auch, ne? Jetzt ist halt Raikön halt und Bottas sind halt ausgeschieden, ne? Aber Vettel 104, Hamilton 98 und dann halt Rick und Verstappen 37 und 35, ne? Rick ist auch ein guter Name. Wir taufen ihn ab jetzt Rick. Ja, also das ist echt schon eine ganze Menge. Das sind halt fast 70 Punkte zu Vettel und du musst ja auch mal vor denen sein. Aufholen bringt ja nicht viel. Du musst ja auch vor denen sein, um Punkte aufzuholen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, insgesamt kann man da glaube ich sagen, es sieht nach einem Zweikampf aus. Wenn Red Bull zum Ende der Saison hin eventuell noch ein bisschen eingreifen kann und vielleicht auch mal zwischen Vettel und Hamilton gelangen könnte, das wäre sehr interessant. Ansonsten muss man einfach nur noch darauf hoffen, dass die Finnen mal ein bisschen weniger Pech haben, so wie heute dann, dass sowas uns erspart bleibt und natürlich auch pacetechnisch ein bisschen an anschließen oder ja, so ein bisschen wie Bottas in Russland unterwegs sind, weil dann könnte es wirklich eine sehr interessante Saison auch werden mit mehr als nur zwei Kandidaten. Aber ich muss sagen, ich fände es nicht schlimm, wenn nur Vettel und Hamilton um den WM-Titel kämpfen und sich wirklich permanent quasi so, ja, um die Ohren fahren. Das wäre wirklich schön, wenn das weiterhin so läuft. Ja, dann gerne auch mal mit Schützenhilfe für Vettel, ne? Falls es halt möglich wäre. Wenn dann wirklich nur Bottas dafür benutzt wird für die kommenden Rennen, das fände ich halt nicht so toll. Ne? Also ich finde schon, die sollten alle mit maximaler Pace gegeneinander fahren können. Ja, ich denke, das war auch heute einfach der Situation geschuldet, weil Bottas war heute ja, das haben wir deutlich ja langsamer als Hamilton und dann ist das wirklich der einzige Nutzen, den er hat, weil nach hinten Ricardo, ja. Ja, das meinte ich. Da ist eh keine Gefahr nach hinten und mit dem Motor ist ja wahrscheinlich eh nicht viel gelaufen. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, Ferrari hätte das genauso gemacht, weil wenn sie es nicht gemacht hätten, wären sie ein bisschen doof. Aber du hast auch gesehen, die vier Runden, die er Vettel aufgehalten hat auf der Geraden, die haben dann wahrscheinlich den Motor auch gekillt, ne? Ist das so schlimm für einen Motor? Finde ich schon, also der hat auf jeden Fall mehr Leistung da rausgehauen, oder? Ja, klar. Aber der Motor war halt schon alt. Und das heißt, der ist einfach wahrscheinlich ermüdet. Ne?
Also es wäre halt die logische Schlussfolgerung für mich jetzt zumindest. Ja. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, es gibt, glaube ich, nichts mehr großartig zu besprechen. Hat der Stream vielleicht noch was? Ich glaube... Ich gehe gerade hier noch so ein bisschen durch, aber das meiste haben wir ja schon besprochen. Ja, ja. Ach so, ja, den breiten Mercedes in Monaco überholen. Das war ein Kommentar, den ich sehr interessant fand. Meint ihr, zwei Fahrzeuge passen nebeneinander in Löws? Nein. Das wäre super. Nicht, wenn DAF noch verbreitert wird, also... Ja. Die haben ja ich so schon Probleme gehabt. Wie der Mercedes da überhaupt rum, der ist ja so lang. Fährt er dann vor uns zurück oder so? Ach, die haben doch... Ja, Kappa. Kontrolliertes Übersteuern, glaube ich. Slight Drift, ne? So, das die machen dann Reverse Entry, die Mercedes. Klar doch. Die driften da rein, so mit Tokyo Drift Mucke, ne? Ja, genau. Ja, oder sie versuchen quasi so eine, so ein bisschen wie in, hier, wie heißt es, wie bei der Rallye, diesen Pendulum Turn zu machen. Das wäre natürlich eine sehr coole Sache. Ja. Ach Gott, dieser Anton, der sich komplett nicht für Dingens interessiert. Schade, schade, schade. Kulturbanause. Ja. Ja, Leute. Bist du dir sicher, dass das nicht das ist, was ich meinte? Nein. Okay. Ist egal. Auf jeden Fall gehen wir nächstes Mal in die Vorschau für Monaco und dann freuen wir uns auf ein sehr spannendes Rennen auch da. Was wir nicht mitbekommen werden, weil wir uns Kappa. Wahrscheinlich im Hagel an der Nordschleife befinden. Das wird sehr viel lustiger. Gut, Leute, dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr das auf YouTube nachschaut, vergesst nicht die Bewertung. Ich würde mich sehr freuen und euch beiden herzlichen Dank fürs am Start sein. Jo, immer doch.